Also ich bin hier schon ganz viele Jahre als Gast immer unterwegs mit meinen Kumpels und haben schon ein paar Mal hier gespielt mit Moto Jesus. Ich glaube 2006 das erste Mal. Ja, wir haben halt natürlich ein paar neue Lieder gespielt von der neuen Scheibe Electric Revelation, die ist im Februar rausgekommen. Und ja, da hat man uns dann auch nochmal eingeladen. Das Publikum war super geil und hatten alle Spaß und wir hatten auch Spaß. War ein bisschen warm, mir ist meine Hose verreckt zwischendurch. Scheiß Hose, Kapitel. Verdammt! Murphys Gesetz! Ich finde das Dong schon sehr, sehr schön. Ich bin eigentlich jedes Jahr hier. Ich bin da sehr pragmatisch, pack eigentlich nur Penntüte ein, Zelt. Ein bisschen was zu trinken, Essen organisiere ich mir hier immer meistens und ja, ich bin da nicht so der Survival-Typ. So. Ich brauche immer nur so das Nötigste und dann bin ich halt eigentlich happy. Ne? Ich brauche jetzt keine 80 Dosen Ravioli, aber ich bin hier auch schon so ein bisschen bekannt wie ein bunter Hund. Ne? Ich schleiche mich immer heimlich in den Backstage-Bereich, auch wenn ich gar nicht da reingehöre. Irgendwann komme ich dann doch rein. Das ist eines der schönsten Festivals in NRW nach wie vor oder das schönste Festival. Schönste Location. Man sitzt hier halt auch bei so einem schönen Sonnenuntergang abends halt mit ein paar Freunden, irgendwie trinkt sich hier sein Bierchen. Man trifft super viele Leute halt hier einfach wieder, die man mehr oder weniger das ganze Jahr nicht sieht und dann trifft man sich halt wieder und hat halt eine coole Zeit hier zusammen und ja, ist halt so, ich sag mal, das ist so die Zusammenkunft irgendwie einmal im Jahr Dong. Das ist halt einfach, das gehört halt, sag ich mal, bei uns in der NRW-Ecke einfach dazu, so irgendwie hier hinzufahren und irgendwie das alles mitzunehmen und ja. All right.